Moin Leute, was geht? Mein Name ist Julio Bremskom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu MW2. Ja, heute wird es um viele Themen gehen, zum Beispiel auch YouTube. Und ich bin einer Gruppe beigetreten. Fangen wir mal vom Anfang an. Und diese Geschichte wird wahrscheinlich jeden interessieren, weil es geht um YouTube-Klicks, um Kommentare und um YouTube-Erfolg. So, fangen wir mal an. Es war, glaube ich, vorletzte Woche oder irgendwann mal, ich weiß es gar nicht mehr, da war ich in meinem Bett im Internat. Hab da ein bisschen gepennt und so und plötzlich vibriert mein Handy. Eigentlich nichts Besonderes, ich dachte eine neue Google Plus Nachricht oder eine neue WhatsApp Nachricht. Okay, so, ich öffne das Ding und dann plötzlich sehe ich da Sombreros mit Romperos oder sowas ähnliches. Nun ja, so, dann gehe ich jetzt also auf mein Handy, guck da drauf und lies nochmal Consoleros mit Sombreros. Ja, ich bin irgend so einer WhatsApp-Gruppe beigetreten, hab da irgendwas geklickt und schon war ich da in einer Gruppe drin. Da hat der Dennosch sich gemeldet, auch ein ganz toller YouTuber. Und ja, sowas findet man eigentlich nicht. Also wenn ihr seine Videos dann mal seht, dann werdet ihr schnell feststellen, der Typ ist einzigartig. Einzigartig wie viele andere YouTuber auch. Nur wir finden diese YouTuber heute nicht mehr, weil sie klein sind. Und ja, dafür muss man natürlich erstmal hier die Leute auch immer wieder mal erwähnen im Video. So, Dennosch. Genau. Kennt ihr wahrscheinlich alle. So, bin auf jeden Fall beigetreten und da sind coole Leute drin, ne? Richtig coole Leute. Und ich kann jetzt nicht alle erzählen, aber, ne? Toxic Gamer. Patrick. Deus. Und noch andere. Coole Leute, ne? Mega Hombre und so weiter. Okay, wo muss ich denn jetzt hier hin? Auf jeden Fall bin ich dabei getreten. So. Dann, nach 3 Tagen, hat sich dann irgendwann mal so eine Situation ergeben mit irgendwas mit Videoaufrufe. Ich habe, gab es irgendwie so das Thema. Ich habe viele Videoaufrufe, aber wenig Kommentare und wenig Likes. Da habe ich mal gesagt, es gibt ja wirklich sehr viele YouTuber, die unglaublich viele Videoaufrufe haben. Unglaublich viele. 50, 60.000 Videoaufrufe, aber teilweise nur 40 Likes. Sind diese YouTuber jetzt schlecht? Nein, sind sie nicht. Sie sind nicht schlecht. Dokumentationen und solche Videos, auch teilweise Themen-Commentaries, bringen halt nicht so viele Klicks. Ne? Und es kommt auch immer darauf an, ob ich jetzt Ding mache, ob ich jetzt meinen Abonnenten auch Fragen stelle. Wenn ich das nicht tue, dann gibt es natürlich auch weniger Likes. Likes hat nichts damit zu tun, wie erfolgreich man ist oder wie toll ein Video ist. Kommentare hat auch nichts damit zu tun, wie oft ein Video angeschaut wird. Es gibt 5 Kommentare und trotzdem haben 40.000 Leute das Video abgefeiert. Gehen wir mal auf Welt der Wunder. Cooles Videoformat ist, glaube ich, auch in meiner Subbox drin. Die haben ja bei 5.000, 6.000 Klicks haben die teilweise nur 3-4 Kommentare. Ne? Und manche haben kaum Likes, manche haben kaum Klicks, sind aber trotzdem geil. Ne? Und da dürft ihr auch niemals aufgeben, weil die Leute sehen das ja. Die Leute sehen eure Videos, aber sie kommentieren halt nicht. Aber ihr müsst wirklich auch die Gewissheit haben, hey, die sehen das, die sehen das. Und das ist das Wichtigste. Die Leute sehen das und feiern eure Videos. Auch wenn sie nicht kommentieren. Die müssen nicht unbedingt kommentieren. Ne? Ich habe teilweise auch 800, 900 Videoaufrufe. Zero Kommentare. Null Kommentare. Macht nichts. Ist ja nicht schlimm. Ne? Ja, so sieht das aus. Das beste Beispiel, es ist ein blödes Beispiel, ist das Kassler-Tier. Da gibt es eine Parodie, wo ein Mann Kassler möchte, aber nicht vom Schwein. Ne? Video gibt es, dieses Video hat ja wirklich sehr wenige Aufrufe, aber trotzdem spricht jeder davon.
Ja? Ich glaube, das Hauptvideo hat so 150.000, da gibt es noch so Untervideos, so Kopien, 30.000 Klicks. Auf jeden Fall spricht da jeder davon, obwohl das nicht so viele Klicks hat, ne? So sieht das nämlich aus. Oh, schön kühl. Ja, der ist schon tot hier. Ja, was wir hier haben, ist ein Bunker. Ihr seht hier diese dicke Türe. Die besteht meistens aus Panzerstahl, wie in einem echten Raum. Und solche Räume nennt man auch Panikraum. Panikraum, da gibt es auch einen sehr bekannten Film, Panic Room. Und das sind einfach nur gut gepanzerte Räume. Und ihr seht schon, da kann ich zwar drauf schießen, die Kugeln durchtreffen aber das Ziel hier nicht hier. Die können hier nichts anhaben. Eine Kühlung, eine Lüftung gibt es hier auch in so einem Panikraum. Sicher ist man da drin. Ist ja auch alles Beton. Massiv. Super. Geil. Aber ja. Für den gibt es keine Rettung mehr. Was haben wir denn hier Schönes? Schöne Bücher. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. 3 Tage kann es dauern, bis ein neues Video kommt. Ihr wisst ja, ich lade jetzt nur noch wenig hoch, bis mal diese Prüfung vorbei ist. Wann ist sie vorbei? Jo, sagen wir mal so Mitte August. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Mal gucken, was als nächstes passiert.